Was sind eure Aufgaben? Und was sind eure Eindrücke der Werfzeit 2021? Hi, ich bin Clara, ich bin im Team Spenden für Kap Verde und wir sortieren die Spenden für Kap Verde in Kartons und genau. Mir macht daran Spaß, einfach mit den anderen Kussis vorzubereiten, dass es endlich losgehen kann. Ich bin Johannes, wir sind hier für die Bücher zuständig und müssen schauen, dass auch alle Bücher in den richtigen Kisten sind. Ich bin heute im Expeditionsteam und da haben wir hier bei den Tonnen die sortiert und Material reingetan und es war eine richtig coole Stimmung, alles super. Wir sind das Proviant-Team, der Sebastian, die Marie und Paula, also ich. Und wir schweißen hier gerade Essen ein. Ja, ich bin der Moritz, bin einer der beiden Projektleiterassistenten jetzt hier während der Werfzeit. Und was mir besonders gefällt an dem Job hier, dass es schön warm im Büro ist, nicht so wie im Lager. Mein Name ist Mika und wir korrigieren sowas wie nautische Reiseführer. Ja, ich bin Jonas und wir mögen das, weil es ist sehr interessant, diese Seekarten anzugucken. Ich bin Isabella. Hallo, ich bin Elise. Und wir schreiben heute den Englischblog. Ja, genau. Und wir schauen uns hier ein bisschen das Schiff an, dass wir besser drüber schreiben können. Mein Name ist Hanno, ich bin im Videoteam. Wir filmen alle möglichen Arbeiten, die gerade in der Werfzeit gemacht werden. Besonders gefällt mir, dass wir halt quasi die Freiheit haben, alles zu filmen. Und das macht echt Spaß. Hallo, ich bin Eva. Ich arbeite im Fototeam und es ist einfach eine super kreative Arbeit. Das gefällt mir total. Und wir arbeiten auch ganz eng mit dem Videoteam zusammen. Also wunderschön. Also ich heiße Finn, ich bin 1920 Plus gefahren und ich bin momentan beim Segelpacken und da gefällt es mir einfach an den Segeln zu arbeiten, vorne im Pulvernetz über Wasser. Ich bin der Freddy. Ich bin die Paula. Ich bin der Luis. Ich bin der Kello. Ja, wir sind heute hier Backschaft. Unser Aufgabenbereich ist es, Essen und Trinken bereitzustellen und zuzubereiten. Aber natürlich müssen wir auch die Kombüse abends putzen und da sind wir gerade dabei.